Herzlich willkommen zu der Top Edition 170. Jetzt kommt Facebook. Und eigentlich würde ich jetzt einen Witz machen, integriert mit dem Sprichwort, das wir in dieser Folge von Facebook erklären. Aber das haben wir schon das letzte Mal gemacht. Und der springende Punkt dabei ist, dass wir unsere Jokes nicht die ganze Zeit wiederholen müssen. Warte mal. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Facebook, wo wir dir den Ursprung der Redewendungen erklären werden. Der springende Punkt. Ich darf gerade im Mac arbeiten. Nein, ich muss leider hier arbeiten. Aber geh doch an Windows, die sind sowieso besser. Ja, aber das ist ja der springende Punkt. Meine Festplatte ist Mac optimiert. Hä? Diese Redewendung hat jeder schon einmal benutzt. Und somit ist sie eine der berühmtesten Sprüche. Aber woher kommt die eigentlich? Von den verschiedenen Niveaus. Der Ursprung kommt aus der Naturwissenschaft. Und zwar aus dem Jahr 350 vor Christus. Damals hat nämlich der Aristoteles Vogeleier untersucht und hat im Eiweiß etwas Rotes gefunden und er als Punkt beschrieben hat, wo sich bewegt und springt wie ein Lebewesen. Da davon übrig geblieben ist, dann der springende Punkt. Später hat sich dann herausgestellt, dass der Punkt das pochende Herz vom Kükenembryo ist. Der Spruch sagt man heute immer noch, wenn etwas im Zentrum steht, so wie das Herz wichtig im Körper ist. Aha! Das ist das Output von unserem Mikrofon. Und da ist das Internet drin. Und als nächstes kommt das. Output in Internet. Warum schauen die Menge Leute dumm in die Sonne? Hallo, mir ist neulich aufgefallen, dass ein paar Leute total dumm schauen, wenn sie in helles Licht schauen. Merken die das nicht? Gibt es da dafür einen Fachbegriff und hat das vielleicht etwas mit Urinstinkten zu tun, dass ein paar so dumm in grelles Licht schauen? Ich meine, das typische Gesicht, das ihre Zähne zeigen und Augen zukniffen. Ich meine, das Auge zu kniffen kann ich noch verstehen, warum das ganze Gebiss zeigen, wenn man in helles Licht schaut. Danke. Warum macht Frau Merkel oft so ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter? Wie können wir schnell mal 500 Euro machen? Wie kommen wir schnell an 500 Euro? Wie kommen wir schnell an 500 Euro? Wie kommen wir schnell an 500 Euro? Hi, ich bin 11 Jahre alt, ich möchte gerne GTA 5 haben, was ich auch heute Nachmittag kriege, aber ist das okay? Es ist immerhin ab 18 Jahren! Ganz links auf deiner Tastatur befindet sich eine Taste mit einem nach abweisenden Pfeil, der entweder selber blinkt, oder es befindet sich eine mit einer Caps Lock beschriftete LED in so an der Tastatur. Wenn die leuchtet, bitte die Taste mal drücken, wenn nicht, dann hör auf, ins Arzt schreien. Hals, Mund, kleine, ekelhafte Lappen. Entweder antwortest du mir anständig oder verpissest dich von der App. Okay, wer direkt anfängt mit Beleidigungen, um sich zu werfen, sollte so ein Spiel gar nicht erst anlangen. Lappe, du Stück Scheiße! Was meint mein Freund mit «Ich liebe dich» ohne Herz-Emoji? Wohl bemerkt. Kann man das jemand erläutern? Ich lehne mich jetzt mal echt weit aus dem Fenster und behaupte, dass er dir damit sagen will, dass er dich liebt. Hallo, ich habe eine Frage. Es geht um meine Wand. Meine Wand hat so wie unzählige Körner drin. Es ist nicht gerade so, sondern wie Sand ein bisschen. Meine Frage, wenn ich Wand streiche, geht es weg, oder? Und wenn ich Wohnung abgebe, aber Wand ist dann glatt ohne diese Körner, muss ich dann bezahlen von meiner Kaution? Verliebt in den Mörder? Ja, was soll ich tun? Ich rede hier zwar immer je, dass das nur Beinbildung ist, aber wie werde ich diese Gefühle los? Er ist ein Mörder. Er hat zwei Leute umgebracht. Sitzt da im Gefängnis. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber es ist einfach schlimm. Ich brauche Hilfe. Hallo, wisst ihr, um welches Lied es sich hier handelt? Es ist so ein Video und es ist so ein Mann mit gelbem Mantel und so kurze braune Haare und Brille und zuerst tanzt er dann so und dann fängt er so zu singen. Es geht so und zwischendurch macht er so ein
Lied gesucht. Ragea. Hallo, ich suche ein Ragea-Lied. Ich weiss nur, dass es mit Baia oder so ähnlich anfängt. Ich weiss aber nicht, ob das Lied oder der Sänger so heisst. Hat jemand eine Ahnung? Ich habe manchmal Sand in den Haaren. Woher kommt der? Hallo, ich habe manchmal so seltsame weiße Sand in den Haaren. Wenn ich zum Beispiel mit der Hand durch meine Haare fahre, dann geht manchmal dabei auch Sand auf den Tisch oder so. Wo kommt der her? Ich habe eigentlich nie Kontakt zu Sand. Danke an alle Antworten. Seit wann ist kein Flugzeug mehr von Zürich nach New York nicht mehr abgestürzt? Was denkt euch? Drei sicher? Hi, wollte nur mal fragen, wenn mich das interessiert. Grüß bis mir. Löst Kaffee bei Frauen wirklich eine Verdauung aus? Dann werde ich nie Kaffee trinken. Verdauen? Nein! Nicht mit mir! Ich verdaue nicht! Ja? Janos, was machst du da? Das hast du ja von Musik nicht gern. Ja, ich habe klassische lieber. Ah, das ist ja gut. Wer jetzt kommen Classics? Im Internet spielen die sozialen Netzwerke immer wichtigere Rolle in unserem Leben. Darum wird jeder ein möglichst schönes und herziges Anzeigebild von sich selber drin haben. Wir haben Passanten aber gefragt, was sie zu ein paar freizügigeren Varianten von diesen Bildern meinen. Clip ab! Wenn etwas einmal auf dem Internet drauf ist, dann ist es drin. Kinder haben häufig das Gefühl, wenn sie Bilder einsetzen bei Social Networks, die vielleicht ein bisschen freizügig sind, dass wenn sie es dann löschen, wieder wegnehmen vom Profil, dass es dann weg ist. Aber man muss auch davon ausgehen, wenn ein Bild im Internet drin ist, dass nach 5 Minuten vielleicht schon 50 Mal runtergeladen worden ist und dann hat man keine Herrschaft mehr über das Bild. Dann ist das Bild auf verschiedenen Rechnern gespeichert und wird jederzeit immer wieder ins Internet eingespeisen und dann kann man jederzeit wieder mit dem konfrontiert werden. Das hier ist eine billige Anmachung. Pfff, weiss das nicht. Das sind Scheiße. Findest du einfach scheiße? Ich finde Netlog an sich eigentlich schon ziemlich beschissen. Also, ja. Von mir aus gesehen ist es normal, dass Leute, die Netlog machen, zu scheiße reinstellen. Ich meine, irgendwie muss man ja schon dämlich sein. Also, sorry. Ja, ich finde es ein bisschen übertrieben. Ich meine, jetzt geht es noch. Zum Teil sieht man noch ein bisschen schlimmere Sachen. Ja, ich finde es schon nötig. Rauchen? Ja, so kommt ein Stiefel. Ja. Also, man sieht keine Brüste, man sieht kein Geschlechtsteil. Okay. Was? Was für ein Scheißdreck? Was für ein Netlock? Ja, ich finde es ein bisschen billig und so, wenn man das machen muss und so. Ich will es jetzt nie machen. Ist schlampig. Also ich finde, also die haben es einfach ein bisschen nötig, ehrlich gesagt. Also es ist, ja, pervers und... Billig? Ja. Willst du mir kommen? Ja, sie, also man tut meistens so Fotos rein, um nur, dass man Kommentare von den Typen bekommt. Und so. Also ich finde, ich persönlich würde nie so Fotos machen. Ja, es ist billig. Wenn man so billig sieht, können wir meine Hemmschwelle sinkt immer weiter und weiter runter. Das Unglück in Japan hat auch Auswirkungen auf die politische Diskussion und Energiegewöhnung in der Schweiz. Angenommen, in der Nähe würde ein grosses Unglück passieren, würde ein grosser Teil der Schweiz und der Umgebung verstrahlt werden. Was bedeutet aber eine Verstrahlung und was hat das genau für Auswirkungen? Wir haben die radioaktive Strahlung ein bisschen näher unter die Lupe genommen und sind auch Passanten und Politiker gefragt, was sie denn zu den Gefahren des Atomstroms zu sagen haben. Sind wir bereit, für unseren Luxus, für unseren Strom, so ein hohes Risiko einzugehen, wo, wenn etwas passiert, wirklich unser ganzes Land kann verwüsten kann? Der schlimmste Unfall, der in einem AKW passieren kann, ist die Kernschmelze, auch der Supergau. Wenn die Kühlung nicht mehr geht, kann der Reaktorkern schmelzen. Bei so einer Kernschmelze können radioaktive Teile in die Umwelt gelangen, wo Mensch, Tier und Umwelt töten. Die Teile bleiben für Tausende von Jahren in der Atmosphäre und im Boden. In kleinen Mengen werden die radioaktiven Teile in der Medizin eingesetzt, zum Röntgen und in der Chemotherapie.
Weißt du, was für einen Schaden radioaktive Strahlung an einem menschlichen Körper kann ausrichten? Ja, der Tod. Ja, es ist in den Lymphknoten, kann das mit dem Iod ein schlechtes Zusammenspiel haben und dann kann das die Lymphknoten ganz verstopfen oder so und nachher stirbt man eigentlich an dem und das Plutonium wird eigentlich den Knochen angreifen und dich innerlich auffressen. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es nicht gut ist. Ja, es kann zum Tod führen oder halt auch anderes Zeug so umweltbeschädigen. Ja. Warum denken Sie, sind ganz viele Politiker, vor allem von der rechten Seite, gegen den Abbau von AKW jetzt? Es ist natürlich schon so, oder? Ich meine, wir haben eine Technologie, die relativ gleichmäßig viel Strom erzeugen kann. Jetzt ist sie einfach sehr risikoreich. Das sieht man jetzt, was passieren kann. Und da ist jetzt natürlich, solange lange nichts passiert ist und Tschernobyl ist wieder ein in Vergessenheit gegangen, dass dort etwas war, ist man davon ausgegangen, ja, was ist denn das kalkulatorische Risiko? Also was sind die Chancen, dass so etwas passiert? Und von dort her hat man auch von rechter Seite das Gefühl gehabt, ja, da passiert schon nichts mehr. Das wird immer sicherer, der technologische Fortschritt macht das noch sicherer. Aber es ist einfach etwas, und das müssen wir sehen, das können wir so nicht kontrollieren. Das ist eine Kettenreaktion, die kann man in einem kontrollierten Rahmen zwar versuchen zu behalten, aber wenn etwas dann passiert und die unvorhergesehenen Sachen, die passieren immer, Erdbeben, Naturkatastrophen oder auch menschliche Fehler. Also, die hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wiederum stellt sich die Frage, sind AKW sicher ohne terroristische Anschläge, Erdbeben oder Hochwasser? Ich denke es nicht. Die sind immer gefährlich. Ja, eigentlich schon. Natürlich nicht. Also, das ist nicht sicher genug. Und außerdem gibt es genug Kraftwerke, die überhaupt keine Sicherheitseinstellungen haben auf die verschiedenen Sachen, die zu so einem AKW passieren können. Ja, meiner Meinung nach ist es eigentlich schon relativ sicher. Aber ich denke, es kann auch dort durch menschliche Fehler etwas passieren und nachher gibt es eine Katastrophe oder so. Was denken Sie, in wie vielen Jahren wird man komplett auf AKWs verzichten können? Ist das überhaupt möglich in vielleicht 10 Jahren? Also in der Schweiz halte ich es für absolut möglich. 10 Jahre, denke ich, also es kommt immer darauf an. Ich hoffe natürlich, dass jetzt durch die ganze Diskussion auch die erneuerbaren Energien, der Ausbau extrem viel mehr Schub bekommt, dass man anstatt in ein neues AKW das Geld jetzt in erneuerbare Energien hineinsteckt und von dort her sehr viel schneller könnte aussteigen. Es muss aber eben, wie gesagt, mit der Wirtschaft zusammen ein koordinierter Ausstieg sein. Also wir können nicht einfach anfangen abschalten und dann haben wir zu wenig Strom um und dann haben wir Unternehmen, die nicht mehr wirtschaften in der Schweiz. Das wäre falsch. Aber ich glaube, 2030 sollte es nach meiner Meinung machbar sein. Vielleicht auch wird es ja 2035. Aber wir müssen das jetzt anfangen planen und ich finde, jetzt müssen wir den Entscheid treffen, dass wir das wollen. Janos, was ist am 18. März schon wieder passiert? Was für ein Zufall, dass du mich das fragst, Tim. Und zwar hat am Samstag, am 18. März, der Zürich Dance Award stattgefunden. Highlights davon haben wir aufgenommen und werden sie dir in der nächsten Sendung präsentieren. Was du dort ungefähr zu erwarten hast, zeigen wir dir jetzt. Zürich Dance Award. I just wanna rollie, rollie, rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. I just wanna rollie, rollie, rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Yeah, yeah, yeah. Und das war es auch wieder mit der Top Edition Nummer 170. Wir hoffen natürlich, es hat dir gefallen und du schaltest schon beim nächsten Mal wieder rein. Ciao miteinander. Das ist ein guter Anfang. Facebook Output Internet, DA Trailer Classics Outtakes. Ade miteinander. Es kann einfach amigs so auf den Levels sein. Von den verschiedenen Niveaus, würde ich jetzt fast sagen. Ja. Aber eigentlich ist es gar nicht so. Weil du hast gar kein Niveau. Das ist natürlich klar. Das Problem ist wirklich einfach, dass ich da... Nein, das Problem ist, dass du existierst. Verstehe. Das ist das Problem. Und das Problem ist,
Ich habe hier ein Mikrofon. Das ist also das und Problem. Und jeder hört mich. Aber niemand hört dich. Au. Du mal jemand normal kommt nachher das da. Sag einfach aha, so ganz lang. Aha! Ach, so ist das! Ja, dann. Ach, so ist das, liebe Kinder. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heisst Fressburg. Hey, what's up, guys? It's Gears here, and today we have another crazy news story. Now. Sweez, you might know him, big channel, no. Over the 30 subs. No. Nice output von unserem Mikrofon! Meinst du, was nächste Woche in der Sendung kommt? Nein? Tja, jetzt weisst du es dann. Der Zürich Dance Award war. Ich weiss gerade nicht, an welchem Datum, aber er war. Klar. Dass du mich das fragst, Tim. Am 16. Am 16. Janos, was war am 18. März? Schön, dass du mich das fragst, Tim. Was machst du da genau? Hä? Was machst du da? Was, hast du die Musik nicht so gern? Ich muss sagen, nein, ich habe lieber klassische. Aber das stimmt doch gar nicht. Ich weiss, aber ist mir gleich. Sonst kann ich auch Musik laufen lassen, wo klassische wahrscheinlich lieber hast. Und das war es auch wieder mit der Top Edition Nummer 177. Und das war es mal wieder mit der Top Edition Nummer 170. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen.